Die Mieten steigen, vor allem in den Innenstädten. Familien und Geringverdiener ziehen deshalb notgedrungen an den Stadtrand, wo es billiger ist. Sie müssen neuen Bewohnern mit mehr Geld Platz machen. Und so verändert sich das soziale Gefüge einer Stadt. Dieser Prozess, als Gentrifizierung bekannt, hat viele Gegner. So wie Alex Rühle aus München. Sein Ziel? Eine Stadt für alle Bürger, unabhängig von Einkommen und Vermögen. Dafür setzt er sich ein. Mit seiner Gruppe Goldgrund Immobilien. Und die hat über das Netz einen beeindruckenden Erfolg erreicht. Die Müllerstraße Nummer 6. Ein Haus, das laut Stadtverwaltung nicht zu reparieren sei und abgerissen werden sollte. Dann haben wir uns den Schlüssel besorgt und haben in einer Woche Tag und Nacht mit vielen Freunden und Bekannten diese Wohnung sehr wohl renoviert. Haben davon ein Video ins Netz gestellt. Das Video von der Renovierung wird ein YouTube-Hit. Wohl auch wegen der prominenten Unterstützung durch Mehmet Scholl und die Sportfreunde Stiller. Plötzlich ist die Müllerstraße 6 das Gesprächsthema in München. Und der Bürgermeister muss zugeben, das Haus ist sehr wohl renovierbar und, dank der Arbeit von Rühle und seinen Freunden, sogar bewohnbar. Christian Ude, damals Oberbürgermeister von München, nimmt den Abrissbeschluss zurück. Heute leben wieder Menschen in der Nummer 6. Rühle ist sich sicher. Nur weil er und seine Freunde Netzengagement mit Aktionen in der Stadt selbst kombiniert haben, ging ihr Plan auf. Einfach ein Video bei YouTube reinstellen, das bringt gar nichts. Das hatte ja nur so eine Wirkung, weil wir nicht nur Klicktivismus gemacht haben, sondern ganz real eine Wohnung renoviert haben. Es war ja nicht nur irgendwo bei Campact jetzt unterschreiben, dass man gegen Monsantos ist oder was, sondern wir haben ja in der wirklichen Welt was gemacht und das dann wiederum viral verbreitet. Aber auch die Müllerstraße Nummer 6 ist keine reine Erfolgsgeschichte. Denn seit längerem schon versucht Goldgrund Immobilien, im noch unrenovierten Teil des Hauses eine Begegnungsstätte für Künstler und Flüchtlinge zu schaffen. Vergeblich. Rühle vermutet, weil die Behörden mit Goldgrund nichts mehr zu tun haben wollen, nachdem die Aktivisten sie so bloßgestellt hatten. Die beiden Designstudenten Jonas Pano und Alsinus Kovronek setzen auf einen weniger konfrontativen Weg, um via Internet über Gentrifizierung aufzuklären. Ihr Thema? Ferienwohnungen in Berlin. Plattformen wie Airbnb stehen in der Kritik, weil sie Privatunterkünfte an Touristen vermitteln. Wertvoller Wohnraum werde so dem Mietermarkt entzogen, heißt es. Aber wie viele Wohnungen wirklich betroffen sind, weiß keiner. Für ein Uni-Projekt haben die beiden deshalb öffentliche Daten visualisiert. Auf Airbnb versus Berlin kann jetzt jeder sehen, wo in der Stadt besonders viele Privatwohnungen an Touristen vermietet werden. Eine Momentaufnahme mit viel Interpretationsspielraum. Es kam lustigerweise nicht nur von den Gentrifizierungsgegnern was, sondern eben auch von anderen Leuten, die gesagt haben, naja, guck mal an, 0,4% der Wohnungen, das ist doch gar nicht so viel. Auf der anderen Seite gab es auch wieder Leute, die halt sich wirklich ihre eigene Straße angeguckt haben und dann gesagt haben, boah, guck mal hier, bei uns über 100 Airbnb-Wohnungen in meiner Straße. Kein Wunder, warum ich hier keine Wohnung mehr finde. Die Studenten sehen sich als Datenjournalisten, nicht als Aktivisten. Aufklären ist ihnen wichtiger, als Kampagnen für die gute Sache übers Netz zu initiieren. Der Stadtsoziologe André Holm findet es gut, wenn über solche Projekte Transparenz geschaffen wird. Denn Open-Data-Projekte wie der Leerstandsmelder dienen vielen lokalen Initiativen schon lange als wichtige Argumentationshilfe gegenüber Kommune und Immobilienbranche. Denn solche Initiativen zeigen oft, freier Wohnraum ist vorhanden. Man muss diesen nur richtig nutzen. Mit dieser Herstellung von Transparenz, sozusagen auch geschäftlicher Daten und immobilienwirtschaftlicher Daten, schafft man so ein bisschen Waffengleichheit zwischen den Mieterinnen und denen, die Geld mit den Wohnungen verdienen wollen. Egal, ob man einen Protestsong ins Netz stellt oder öffentliche Daten visualisiert. Ob die eigene Arbeit bei der Öffentlichkeit auf Interesse stößt, weiß man erst hinterher. Hier unterscheidet sich der Protest übers Netz nicht von Demos und Unterschriftenaktionen. Und sich zu engagieren ist meistens kein Spaß, sondern ermüdend und frustrierend. Wer einmal einen Bauausschuss besucht oder ein Planfeststellungsverfahren verfolgt hat, wird das verstehen. Umso größer ist dann aber die Freude, wenn das eigene Projekt die eigene Stadt tatsächlich ein bisschen verändern kann.